So, ja. Baden gehen und hey, da ist aus mysteriösen Gründen ein Bett entstanden. Das heißt, wir nehmen wieder auf. Ja, wir nehmen wieder auf. Sag doch wenigstens Bescheid. Nee. Ja, das ist unser. Wer sich daran erinnert, Das Bett zum Quantenwirre-Konstruktionsbett eben, sagen. das ist unser Companion-Bett. Weil es hat sich. Erinnerst du dich noch, als es uns das erste Mal im QBR begrüßt hat oder mich? Ja. Weil es dich nicht leiden konnte? Nie. Aber jetzt schon, jetzt haben wir uns versöhnt. Jetzt ist es uns zu Hilfe geeilt. Oh, schau mal, Hochspannung. Klingt einladend. Schraubendreher, Schraubendreher. Hast du eine Batterie dabei? Hast du die gecharged? Nein, die ist leer. Du standest neben einer Power Charge Station. Fand ich, ja, In es der, im ist. Chemielabor ist eine Power Charge. Egal, wir brauchen eh drei davon. Ja, aber du brauchst einen, um die da einzusetzen. Ja, das bringt uns aber nicht so, weil wir drei gleichzeitig brauchen. Also können wir die gleiche alle drei abliefern. Müssen wir die alle hier abliefern oder was? Und da hinten gibt's natürlich noch eine Spinne. Wäre logisch. Weißt du, ich habe keinen Bock mehr, ich erschieße das Vieh jetzt. Drei Schuss, wirklich? Boah. Drei Schuss, ja. Hardcore, die Dinger. Bin ich aber zufrieden mit, weil die Kerle mit den Brechstangen haben irgendwie 5-6 Schuss gebraucht. Okay, da ist die zweite Batterie. Ah, hier, schau mal, hier kannst du was erforschen, wenn du Lust hast. Jo. Ich brauche allerdings erstmal Forschungsfähigkeiten. Ging das einmal im Kreis? Nee, das ist jetzt was anderes. Hier steht kein Bett. Dann dürfte Was das ist die das? dritte Batteriepunkt sein. Ich höre Lachen. This is Peggy the Cleaner. She's harmless. Ich habe die Putze gefunden. Beziehungsweise politisch korrekter, die Bodenhygiene. Reinigungsfachkraft. Danke. Oder Raumreiniger, je nachdem, wie du das sehen willst. Ich klaue dir mal die ganzen Wortkerne, ne? Nebenbei, Pralinen, super Pralinen. Easter Egg. Warte, warte, warte. Ich kann dir den Wodka aus der Hand nehmen. Den Schnaps. Ach, diese Bewegung gerade eben. Halt so. Dicht ist aber auch dicht. Und wie dicht ist. Moment. Das ist böse. Schlagen, kippen, boo. Ich nehme mal den Lock hier, ne? Ja. Nebenbei, was macht die hier? Außer saufen. Das ist die Putzfrau, die sich einen schönen Abend macht, offenbar. Und einen Mit schönen Pralinen. Vormittag und Nachmittag und Rest des Tages, ja. Man, der braucht schon Putzen, ne? So, hier ist wieder ruhig, jetzt können wir die Lok hören. Marcy, your idea to sign up on the UNN Nightwalker to get to Ponterby Station was really smart. But why is a cleaner of all things? I don't even know how to hold this mop properly. And the people on this deck want me to clean up after them. Yuck. I have no intention of doing it. Bad enough that I can't watch my favorite talk show, Oprah here. Stop it. The main thing is that we get to Ponterby Station as quickly as possible. If our two good-for-nothings think they can escape us so easily, ha, we're going to show them. I can't wait to see Al's nutty face when he sees me, and then he'll get the shock of his life. War Al nicht unser Schuhverkäufer? Keine Ahnung. Ich Kann meine sein. mich da noch was zu erinnern. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass eins klar ist. Wessen? Trunkenheit in Wartungsschächten schützt dich vor jeglichen Gefahren. Ja. Nebenbei, was ich komisch fand? Was denn? Wenn man da unten aus dem Wasser nicht rauskommt, wieso lag dann unten unter der Brücke ein, also drüben, wo ich runtergefallen war das erste Mal. Ja. Wieso lag da dann Munition?
Weiß ich nicht, als Falle, vielleicht sollte man rauskommen. Was war das? Helm. Ah, so. Jo, hier werden Batterien benötigt, also... Ja, hab ich mitgekriegt. Wahrscheinlich sind die nicht hier unten. Hab ich mitgekriegt. Dann ist ja gut. Deswegen gehe ich ja gerade wieder. Ich brauche eine Karte. Also zumindest wäre es hier geht's lang. Ganz schön, ja, ja. So, und hier ist der Ausgang. Ich gehe zu... erst. Jo, zu du. Alter. Aber werde ich bereits, dass ich die Leiterphysik in diesem Spiel schon immer gehasst habe? Pff. Du hast noch nie Half-Life 1 gespielt. Ich hab's auch nicht vor. Ihr hüpft. Aber rauf ist leichter als runter. Jo, gegen die Schwerkraft halt, ne? So, Moment, erstmal aufladen kurz. Nebenbei, ich hab ein Brawn Boost Implantat. Ah, schön. Das heißt, ich kann jetzt die Leute vielleicht ein klein wenig effektiver schlagen. Ja. Ein klein wenig zumindest. Übeler. So, haben wir noch irgendwelche neuen Codes oder sowas? Hier waren wir ja schon drin, ne? Genau. Ich glaube, der Kerl kommt gerade auf uns zugerannt, oder? Moment. Der hat einen von uns entdeckt. Ja klar, hat er das. Doch, drei schnelle Schläge, während ich hier zurückdränge. Ich habe keinen Schaden genommen, das war gut. Hm, schön. So, hier waren wir schon. Waren wir da geradeaus durch waren wir noch nicht, genau. Shooting Range. Klingt A gut, B gefährlich. Jo, aber vielleicht kriege ich eine kleine Pistole. Oder eine Lok. Das tut's auch. Dann hören wir die erstmal. Jo. Parker, I've heard the rumors circulating about what has happened on Ponderby Station. Personally, I don't believe a single word of the prisoner's crazy story about Shodan, hybrids, or Saurians. He is under arrest till further notice. Watch him closely and be careful. Who knows what he is capable of? Wait, what am I saying? We both saw the reports, and frankly, this nutcase scares me. And if you see Peggy anywhere, could you please send her to me? Please? Oh, Peggy, Peggy, Peggy. Sagen wir so, sie lebt wenigstens noch. Das ist wohl wahr. Hey. Schrotflinten. Schaudi, aber... Ja, gleich. Sandwich. War wichtiger. Ja. Gewehrmunition war es auch wichtiger. Nur zwei. Aber sie ist noch ganz, das ist schon mal gut. Jo. Kann ich die ja kurz wegschmeißen. So. Moment. Die anderen beiden habe ich noch Munition drin, ne? Sag ich ja. Weil Munition in dem Spiel wichtig ist. Habe ich gelernt. Ja. Davon abgesehen, ich kann die Schrotflinte nicht verwenden. Oder kann ich sogar? Ne, braucht Standard von 3. Das ist noch ewig hin. Okay. Verdorbene Milch. Nope. Ich erinnere mich an die letzte Shooting Range. Burger. Eine zweite Batterie. Oh cool, es klappt sogar. Und Upgrade-Module. Es ist so unglaublich dunkel hier hinten. Ja. Hast du ein Spiel ein Stück heller gestellt für YouTube, oder? Hab ich nicht, nein. Okay, dann dein Pech. Mein, es ist ja größtenteils Half-Excel hier noch. Wir brauchen noch einen dritten Code. Es ging vorne auch andersrum noch lang. Was? Wo? Hier oben. Nämlich hier lang, oder was? Ja, zum Elevator. Oder zum Essen. Ach, ja, klar, der Aufzug. Oh, Richtung. Okay. Dialog.
Don't shoot me! Boah! Was? Ich stehe hier gerade in der Ecke, wo er mich nicht angreifen kann. Ah, okay. Moment. Panzerbrechen, ja. Munition. Au. Schade, hat er keine Munition drin. No, it aber ganz. Nebenbei brauche ich so langsam neue Möglichkeiten, was abzugraden. Ja, ein paar Upgrade-Module haben wir ja, können wir nochmal hingehen. Ja, aber ich. Der Weg ist. Ne, so weit ist der Weg nicht. Moment, wie viele Upgrade-Module haben wir denn? 18. Das muss reichen, 21. Ich brauche ein paar. Jo. Was? 23? Ich habe 18. 21 habe ich. Ja, ich habe ja noch 3 mehr verwendet als du. Naja. So. Ich brauche nämlich ganz dringend, forschen will ich. Für die Pistole braucht man einen Standard von was? 1. 1, okay. Ist zu teuer. Die Schrot werde ich erstmal nicht. Ich brauche nämlich ganz dringend Wartung 1. Weil mir sonst die Schrotflinte auseinander, mir sonst die Pistole auseinanderfällt. So. Boah, geht die Forschung hier langsam. Naja, ist realistischer. Ich gehe mal kurz gucken, ob wir Iridium haben. Ja. Ich esse mal kurz einen Burger und trinke dazu 7 Wodkas. Prost Mahlzeit. Osmium Iridium. Wo war der Chemieraum? Ach, okay. Hier. Da. Brauch eine Karte. Nein, eigentlich nicht. Hallo, Freund. Nein! Bah. Weg mit deiner Waffe! Oh, okay. Hatte ich so wenig Leben oder macht das jetzt Instant Kill hier? Du hattest Leben auf dem roten Balken. Sie überlassen. Okay. Das war doch jetzt ungewohnt. Außerdem habe ich schon Strength einmal abgewertet, das heißt, ich habe ein bisschen mehr Resistenz. Jo. Und ich habe jetzt schon kein Ziel mehr, weil ich jetzt gerade 7 Wokdos getroffen habe. Jo, brauchst du nicht. Shit. Seriously? Okay. Hallo Shodan. War das schon oder war das Autosprachsystem? Kann auch sein, ist mir scheißegal. Auf jeden Fall warte ich erstmal die paar Sekunden ab. Okay. Was haben wir noch Schönes hier? Jack Lever. Hier oben in meiner. So, ich wohne jetzt hier oben. Das war das Tolles, weil du bei mir auf den Boden kriegst. Und das wollte ich dir eigentlich nicht ins Gesicht drücken, sondern auf den Boden schmeißen, aber egal. Was hast du mir jetzt eigentlich gegeben? Eine Zeitschrift. Nice, ich hab was zu lesen. Plop! Standst du schon wieder mehr dran? Nö. Und da. Damn Physics. Naja. Kannst natürlich die Chips essen und sich aber noch eine Spritze reinschieben. Kann ich halt auch kurz nutzen, um das eine Idee lauter zu stellen. Ich glaube, ich werde ein bisschen im selben Bereich. Okay. Einmal. Den Kontrast noch eine Stufe höher stellen. Ich habe meinen Kontrast schon höher als. Das ist mittig? Das ist der Standard oder was? Boah. Ich glaube, also, weiß nicht. Ich finde das ein bisschen was sehr hell jetzt, aber gut. Ja, du kannst es auch ein Stück dunkler machen, natürlich. Oder du kannst natürlich erstmal die Wand anballern. Ja. Weil ich nicht realisiert habe, dass du auch im Menü schon warst. Oh. Und so. Na, Moment, gut. Ich trinke erstmal einen Schluck. Ich habe ja noch ein paar Sekunden Zeit. Ist schade, weil es die Atmosphäre noch mehr zerstört als ohnehin schon, aber. Dann mach's wieder dunkler, ist mir egal. Ja, noch mehr zerstört als ohnehin schon. Ja, wir zwei halt, ne?
Ich glaube nicht, dass das die Atmosphäre so stark zerstört hat. Ich hatte, glaube ich, einen ziemlich guten Start hingelegt mit dem Geschrei da. Das ist echt nicht meins. Gut, stimmt. Wenn ich es hier alleine aufnehmen müsste, wäre ich komplett unglücklich hier. Da würde ich wahrscheinlich übermorgen zitternd in der Ecke kauern. Ja. Ja. Und was lernen wir daraus? Wenn ihr einen Alarm auslöst, setzt euch einfach in eine Ecke und wartet. Die Polizei wird euch irgendwann vergessen. Jo. Vor allem, wenn ihr gerade in einem Polizeigebäude rumrennt. Ja, oder Militärschiff. Oh, was hat der für eine Accuracy? Alter, stirb einen grausamen, qualvollen Tod und lass dir deine Lunge researchen. Was, Lunge? Oh. Wie weit bin ich eigentlich? 5%. Boah. Die Technik. So, gehen wir. Ich laufe wahrscheinlich jetzt gleich mein eigenes Zielkugel rein. Sterb dran. Oder auch nicht. Was ich sagen muss? Ha? Wo bist du eigentlich? Unten. Oh, ich hab gar nicht gesehen, wie du mir vorbeigekommen bist. Und ich kann anscheinend hier drinnen hochspringen. Das ist gut zu wissen. Ah, die hat sie jetzt getroffen. Die haben immer so komische Elfenohren jetzt. Durch, was war es? 300? Rebirth? Keine Ahnung. Eins von beiden. Stimmt, habe ich eigentlich erwähnt, dass wir jetzt diesmal wieder mit Mods spielen. Also mit Mods für Independent Mission und darüber hinaus. Wenn ich das jetzt nicht kann. Spaß? Ich habe gerade erstmal hier die Kanone gekillt. Okay. Unter Qualen. Wodka für dich, Planeten für mich und eine Lok für uns beide. The new code for the bot control station is 15873. Drum it into your head and don't dare forget it again. Okay. Ich habe ihn vergessen, aber ist ja notiert. Ich würde sagen, ich habe mir diesmal nicht gemerkt, weil ich halt du tust. Ja. Ah, ein Medikit für dich wahrscheinlich, weil du machst dir eh. Hörnst dir. Nee. Vorerst werde ich. Okay. Kubea. Touch. Ist da was hinter? Nee. Nein, okay. Aber da ist eine Spritze. Gerade gesehen. Hast du die aufgenommen? Ja. Arsch. Ich brauche immer auch hin und wieder mal ein bisschen was Leben. Ich kann nicht immer nur mit 9 HP durch die Gegend latschen. Ich auch gerade mit 6 HP durch die Gegend. Da. Danke. So, dann gehen wir zurück. So, Moment, die Tür ist zu. Brauchen wir eine Karte für? Ja, gehen wir zurück. Ich hatte gleich der Hochhüpfe, aber ne. Jo, hätte ich machen können. Wäre cooler gewesen, aber... Man kann sich ja auch nicht mehr bewegen. Du kannst dich nur bewegen, wenn du an der Decke klebst. Shit. Hm? Denk! Gar nicht. Erst dran. Code, please. Mit Ohren. Hier? Ja. 3-8 irgendwas habe ich im Kopf. 1-5-8-7-3. Sag ich doch. Leg den wieder weg, wenn wir es lustig mit dem Tag. Zugangskarte Admin-Bereich. Und ein Log, das habe ich jetzt nicht aufgehoben, weil das ist dein Job. Cybersurfer. Joa. An die Tische gucken. Ja. Kippen. So, und Log. Log. There are problems with the bots on deck 3. Our chief engineer reported that one of the bots attacked an engineer and injured him badly. Attend to it immediately. Nothing like this must be allowed to happen again. Okay.
Es ist schon passiert. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben beide mindestens 25 Kugeln in unserem Oberkörper. Ja. Plus die 50 noch in unseren Beinen. Gut, Frage des Tages ist jetzt, wo geht's weiter? Nachdem wir die drei Batterien jetzt haben, aufladen und einsetzen. Wir? Also, du hast auch noch mal einen, oder wie? Ich habe gedacht, der hätte das jetzt gekriegt. Ich habe nur zwei. Dann den Aufzug verwenden. Hä? Im Keller war ein Aufzug, also... Ja, der ist aber gesperrt, dafür brauchen wir die Batterien. Echt? Okay. Meine ich. Ich hab's nicht mehr im Kopf, ich teste. Wir können einfach nachgucken, oder? Jo, klar. Kostet ja nichts außer Zeit. Davon haben wir genug. Okay, doch. Nee, hier ist... Ah! Ich hab die Zugangskarte gekriegt. Ah, okay.